Das hier ist jetzt mein zweiter Besuch in Deutschland und ich mag die deutschen Spieler sehr. Ich bin einfach hier, um Erfahrung zu sammeln. Normalerweise spielen die Europäer den typischen Topspin-Stil und die Asiaten und auch die Chinesen spielen den typischen Stil Aufschlag und den Punkt machen. Wir versuchen uns jetzt den Stil der Europäer anzueignen. Den halten wir für viel wirkungsvoller. Hier sehen wir jetzt noch einmal Wolfgang Fröse in seiner Partie gegen besagten Talina. Und wie gut der ist, da musste auch ein Ex-Bundesligaspieler die Waffen strecken. Die größte Chance, dachte man, hätte man gegen das kleinste Doppel, 11 und 12 Jahre alt. Aber auch hier weit gefehlt, von Fröhlichkeit keine Spur mehr. Auch wenn nicht jeder Ball passte, am Ende gingen die beiden Youngster doch als Sieger vom Brett. Und wenn Sie die Jungs gerne mal in ihrer Heimat besuchen wollen, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen über den Teich. Ja, ich begrüße heute unseren Studiengast, den Fachwart des Fachverbandes des Bezirks Bremen, des FTTB hier, Richard Wagner. Richard Wagner, der Fachwart, hatte früher eine ganz, ganz bedeutende Funktion im Bezirk. Das hat sich aber so ein bisschen gewandelt. Vielleicht können Sie uns mal kurz vorstellen, was der Fachwart eigentlich heute so für Aufgaben hat im Bezirk. Ja, der Fachwart hat die Aufgabe, die einzelnen Ressourcen, die wir haben, Pokalwarte, Sportwarte, zusammenzuhalten, zu leicht zu überwachen, beziehungsweise die Vereine und auch die Rechnung und Gebührenordnung beziehungsweise zu schreiben und alles dem Bezirk zuzusenden. Also Sie haben Rechnungen, Gebühren, also da denke ich dann gleich, ich persönlich natürlich gleich auch an das Rote Buch, das hat sicherlich auch damit was zu tun, damit weiß ich, haben Sie sehr, sehr viel zu tun. Dieses Rote Buch, ich kann es ja mal kurz hochhalten, ist natürlich jedem Tischtennisspieler hier in Bremen bekannt. Seit wann gibt es das eigentlich und wie sind Sie dazu gekommen, dieses Rote Buch überhaupt einzuführen? Das Rote Buch wurde im Januar 1994 eingeführt. Es lag damals schon lange im Sinn des Bezirksvorstandes, so etwas herauszubringen. Denn wir haben zwischen 35 und 40 Staffeln und jeder Staffelleiter hat seine Spielpläne und Mitteilungen einzeln an den Verein und den Mannschaftsführern versendet. So dass also ein hoher Aufwand an Materialien und Kosten da waren. Ein hoher Aufwand an Materialien und Kosten. Wie werden denn diese Kosten gedeckt? Die Kosten, die wir jetzt haben, werden gedeckt durch Gebühren der Vereine und durch Einnahmen von Anzeigen, die wir durch Rücksprachen mit den Firmen, die wir haben, reinkommen. Sind Sie denn zufrieden mit dem Sponsorenaufkommen im Roten Buch? Nein, ich würde sagen nicht, denn das Buch hat so in der Herstellung, ist sehr teuer und es könnten doch mehr Sponsoren bzw. Anzeigen in unserem Buch sein. Ja. Herr Wagner, Sie sind seit vielen, vielen Jahren natürlich auch Funktionär im Tischtennisbereich hier in Bremen. Können Sie vielleicht mal kurz etwas dazu sagen, wie sich die Funktionärsarbeit vielleicht in den letzten 20, 25 Jahren verändert hat? Also man hört ja immer wieder, dass es Schwierigkeiten gibt mit freiwilligen Helfern. Wie hoch ist so ein Zeitaufwand? Was muss denn eigentlich alles gemacht werden? Ja, es ist richtig. Es ist, dass es schwer ist, freiwillige Funktionäre zu bekommen. Der Zeitaufwand für, ich kann jetzt nur als Tätigkeit als Staffelleiter reden, ist zu Beginn der Serie und Beginn der Spielserie und Beginn der nächsten Serie ist sehr hoch durch Erstellung des Spielplanes bzw. Erstellen des Leistungs. Der Aufstellung der Mannschaften, der Stärke nach und so weiter. Hinzu kommt bei mir jetzt noch, als Bezirksfachwart, die ganzen
Koalition das Schreiben der Mannschaftsaufstellung, die hier im Buch erscheint, von den einzelnen Vereinen. Das muss alles noch per Hand gemacht worden werden. Wir sind noch nicht so weit, dass wir das über eine EDV-Liste, die im FDDB vorliegt, rausziehen können. Ist das vielleicht auch der Grund, also man hört ja auch immer wieder, oder mir selber ist es aufgefallen, dass es teilweise sehr schwierig ist mit dem Rückrundenstart. Also es kommt da zu zeitlichen Engpässen sozusagen, sodass es oft so ist, dass wenn die Rückrunde im Januar anfängt, teilweise die Mannschaftsführer noch nicht unbedingt Bescheid wissen, wann sie denn ihr erstes Punktspiel haben. Hat das auch was damit zu tun, dass das so eng liegt? Oder liegt das vielleicht an einer anderen Sache, mangelndem Informationsfluss oder Ähnlichem? Wir müssen bedenken, dass in dieser Ausgabe, die erste Ausgabe im neuen Jahr zu Beginn der Rückrunde, ja der Abschluss der Hinrunde und Beginn der Rückrunde drinsteht. Und das natürlich bedeutet mehr Arbeit. Sicher, die Mannschaftsführer die Staffelleiter können die Mannschaftsführer anrufen und sagen, ihr habt an dem Tag schon ein Punktspiel, richtet euch darauf ein. Wenn die Zeit der Erstellung des Buches zwischen Hinserie Ende und Beginn der Rückserie ist sehr kurz und es dauert doch eine Zeit, bis dieses Buch erstellt ist und kann nicht so schnell rausgebracht werden. 8 bis 10 Tage vor Beginn der Serie, der Rückserie. Herr Wagner, vielleicht noch eine Frage zu Ihnen persönlich. Seit wann sind Sie denn eigentlich aktiver Tischtennisspieler? Ich spiele jetzt seit ca. 30 Jahren Tischtennis. Und nach wie vor auch noch? Nein, leider durch meine Hüftoperation habe ich ein totales Spielverbot bekommen von meinen Orthopäden, sodass ich meine sportlichen Ambitionen jetzt auf die Verwaltung des Bezirks gelegt habe. Ja, ich denke, das ist auch eine ganz tolle Sache, dass wir überhaupt noch solche Menschen wie Sie haben, die dazu bereit sind, auch wenn sie selbst den Sport nicht mehr aktiv ausführen können, Funktionärsarbeit zu übernehmen. Ich denke, ich kann mich im Namen aller Tischtenniskollegen und Kolleginnen auch recht herzlich bei Ihnen mal dafür bedanken, dass Sie so etwas tun. Ich freue mich, dass Sie heute hier gewesen sind und bedanke mich für das Gespräch. Ja, ich auch. Recht schönen Dank. Tschüss. Tschüss. 8 bis 10 Tage vor Beginn der Serie, der Rückserie. Herr Wagner, vielleicht noch eine Frage zu Ihnen persönlich. Seit wann sind Sie denn eigentlich aktiver Tischtennisspieler? Ich spiele jetzt seit ca. 30 Jahren Tischtennis. Und nach wie vor auch noch? Nein, leider durch meine Hüftoperation habe ich ein totales Spielverbot bekommen von meinen Orthopäden, sodass ich meine sportlichen Ambitionen jetzt auf die Verwaltung des Bezirks gelegt habe. Ja, ich denke, das ist auch eine ganz tolle Sache, dass wir überhaupt noch solche Menschen wie Sie haben, die dazu bereit sind, auch wenn sie selbst den Sport nicht mehr aktiv ausführen können, Funktionärsarbeit zu übernehmen. Ich denke, ich kann mich im Namen aller Tischtenniskollegen und Kolleginnen auch recht herzlich bei Ihnen mal dafür bedanken, dass Sie so etwas tun. Ich freue mich, dass Sie heute hier gewesen sind und bedanke mich für das Gespräch. Ja, kommen wir nun doch noch zu einer kleinen Geschichte in eigener Sache. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass auf den Teletext-Seiten vom offenen Kanal auf Seite 619 Topspin eine eigene Seite eingerichtet hat. Hier können Sie Turnierergebnisse, Tabellen und dergleichen sich anschauen. So, und das war es auch schon wieder für heute. Aber ich möchte mich natürlich von Ihnen wie immer mit den Bildern des Tages verabschieden. Tschüss, machen Sie es gut und auf Wiedersehen.